Als nächstes möchte ich das Exportieren und Importieren von Einstellungen präsentieren. Dazu klicken wir auf Update und suchen uns dann das passende Gerät bzw. die passende Geräteserie für das Update aus. In dem Beispiel zeige ich die FlexLine. Hier landen wir auf dieser Seite, auf der wir uns die Datei und das Gerät aussuchen können. Wie Sie sehen, sind hier die Geräte unseres Testsystems aufgelistet und ich begebe mich nun auf die Suche nach der Update-Datei. Dazu klicke ich hier in diesem Feld auf Browse und suche mir die Update-Datei aus. Das sind in unserem Fall immer Binärdateien mit der Endung .bin. Also markiere ich dieses Update-File, klicke auf Öffnen, kann hier nochmal überprüfen, ob ich die richtige Datei ausgewählt habe, suche mir nun die gewünschten Geräte aus, die ich updaten möchte, und kann jetzt das Update direkt beginnen, indem ich sage Send and Update, oder ich führe das Update schrittweise durch und sende zunächst einmal die Update-Datei in den internen Speicher der Geräte und update sie dann separat. Das hat administrativ den Vorteil, dass da das Senden der Datei doch einige Zeit lang in Anspruch nimmt, vor allem bei größeren Systemen. Und zur besseren Planbarkeit kann man dann das Update, sobald es auf allen Geräten zwischengespeichert wurde, separat auswählen. Das spart, sollte es die Zeit oder sollte die Zeit dazu nicht verfügbar sein, enorm an Wartungsarbeiten. In dem Fall klicke ich jetzt auf Send and Update in einem Schritt und sehe, wie der Statusbalken fortschreitet. Das dauert jetzt je nach Systemgröße teilweise mehrere Minuten. Hier in unserem Beispiel starte ich das Update gerade mal auf 2 Einheiten, wodurch das Send natürlich sehr flott geht. Warte dann, bis dieser Balken fertig wird. Das war gerade der erste Schritt. Da wurde die Datei gesendet und nun läuft das Update der Geräte. Sobald es dann fertig ist, verschwinden die Balken. So, nachdem das Update jetzt nun gleich fertig ist, wir sehen hier, dass wir eine kryptische Zahl vorfinden. Das ist ein Hinweis darauf, dass das Gerät die Firmware bekommen hat und im Anschluss auf das Update wird das Gerät noch einmal neu starten und man sieht hier, wir sind jetzt bei 100%, Update ist fertiggestellt. So, von nun an kann auf dem System wieder weitergearbeitet werden. Als kleiner Hinweis, sollte ein Gerät nach dem Update nicht starten, was dann erkennbar ist, dass einfach dieser Update-Status nicht auf 100% geht, sondern einfach eine ganze Zeit lang so bleibt, kann man zum Beispiel in den Connect-Reiter wechseln und wie am Anfang des Tutorials schon erwähnt, manuell nach diesem Extender suchen. Sollte der Extender tatsächlich noch im Netzwerk sein, sollte er spätestens jetzt sich wieder melden. Sollte er das nicht tun, hat man als zweite Option, bevor man den Extender manuell neu startet, noch auf den Reiter Extenders wechseln und hier diesen Extender dann eventuell noch einmal neu starten. Sollte beides nicht funktionieren, muss der Extender per Hand neu gestartet werden und sollte dann auf der Firmware laufen, die installiert wurde.